ihr Lieben, so, bevor jetzt das eigentliche Vlog-Video hier jetzt startet, möchte ich euch noch ein paar Dateien vorne dran hängen, weil ich habe gestern und vorgestern schon mal probiert zu vloggen. Es hat leider aus diversen Gründen nicht geklappt. Aber es gab ein Thema, welches ich da besprochen habe und welches ich auch gerne in diesem Video hier hinzufügen möchte. Und darum werdet ihr jetzt ein paar Videoausschnitte sehen von gestern. Und dann geht's los mit dem eigentlichen Vlog. Also sorry an dieser Stelle, aber manchmal geht's halt nicht anders. Und viel Spaß! So, und als allererstes, bevor wir jetzt über irgendwelche anderen Themen hier sprechen oder irgendwas anderes machen, möchte ich mich bei euch allen bedanken. Wir sind jetzt versammelt mit über 2500 Personen auf Sunny Beats, auf dem Kanal. Ich finde das übelst geil. Ich finde es großartig, dass so viele Menschen sich für Altenpflege, generell die Pflege, Inhalte, Ausbildung und blablablups interessieren. Ich freue mich darüber, dass ihr meine Vlogs guckt und dass die gut ankommen, dass ihr daran interessiert seid. An auch privaten Sachen und nicht nur jetzt rein auf die Pflege bezogen. Wie gesagt, ich kann mich nur bei euch bedanken. Ich finde es super geil und ich werde auf jeden Fall den Kanal weiterführen. Ich werde gucken, dass wir weiterhin hoffentlich interessante Themen miteinander besprechen können. Und ja, ich wollte mich einfach bei jedem Einzelnen von euch bedanken für euer Abo. Ich finde das echt super geil. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Das ist jetzt der dritte Anlauf für einen Vlog. Vorgestern hat es einfach nicht geklappt. Aus Zeitgründen, organisatorischen Gründen. Gestern habe ich einen Vlog angefangen, wollte den auch gerne fortführen und habe dann die Kamera vergessen zu Hause. Und jetzt probieren wir es einfach heute nochmal. Heute ist Sonntag, heute ist der 1. September und es ist jetzt genau 11:30 Uhr. So, ich begrüße euch heute nicht nur zu einem neuen Vlog, ich begrüße euch heute auch zum einen erstmal aus der 34. Schwangerschaftswoche, worauf ich sehr, sehr stolz bin mittlerweile. Bis vor einigen Kontrollterminen hätte ich nicht gedacht, bis hierhin überhaupt zu kommen. Es war eine Wahrscheinlichkeit da, natürlich, aber die war jetzt nicht sonderlich hoch. Sagen wir mal 50-50. Und nicht nur das, sondern bin ich ab heute offiziell im Mutterschutz. Generell ist der Mutterschutz bei mir jetzt nicht relevant, weil ich schon seit der 9. Schwangerschaftswoche im Beschäftigungsverbot bin. Aber wenn ich arbeiten würde oder noch arbeiten müsste, dann wäre ich nämlich ab heute offiziell im Mutterschutz. So, und auch hier ist ein weiterer Meilenstein geschafft. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass es so läuft, wie es läuft. Es geht mir auch aktuell wieder sehr viel besser. Nicht nur die neue Schwangerschaftswoche ist jetzt dazu gekommen, sondern auch zwei neue tolle Symptome. Mit dem, und zwar seit vorgestern, habe ich extremen Juckreiz in den Brüsten, bezogen wahrscheinlich auf das Wachstum. Die Brüste sind riesig, es sind keine Brüste mehr, es sind jetzt Melonen und es wird auch voraussichtlich noch mehr werden. Das ist eines der Symptome, was wirklich extrem, mittlerweile mich extrem belastet, weil ich habe nichts mehr zum Anziehen, es passt nichts mehr, das ist alles in Ordnung. Aber Thema Intertrigo. Wer aus der Pflege kommt, weiß, was ein Intertrigo ist. Ein Intertrigo, für alle, die es nicht wissen, entsteht, wenn Haut und Haut aufeinander liegen. Man schwitzt oder halt generell die Stellen feucht sind. Die werden dann nässend
und wund und es tut weh und es brennt und es wird nicht besser und es schwitzt und was nicht noch alle. So. Das ist jetzt ein Problem, das generell, also habe ich jetzt kein Intertrigo, habe ich jetzt noch nicht, aber insbesondere gestern und vorgestern, als es so warm war, kann ich das hier überhaupt erzählen? Ich erzähle es einfach, ist mir doch egal. Und zwar bin ich ja schlau und das Problem ist, wenn es so heiß ist, dann ist natürlich, fängt es unter den Brüsten, weil natürlich jetzt der Bauch bis hierhin geht und die Brüste sozusagen über dem Bauch hängen. Und hier unten drunter fängt es dann natürlich an zu schwitzen. Und nach ungefähr 5 Metern oder 10 Metern habe ich dann hier so tolle Schweißflecken unter meinen Brüsten. Man könnte jetzt auch die Ausrede benutzen, es sei Milch und man würde einfach auslaufen, was aber im Endeffekt genauso schrecklich wäre. Ja. Und dann war ich unterwegs und das ist natürlich, also peinlich finde ich das jetzt nicht. Ich bin schwanger und das gehört halt einfach dazu. Also peinlich wäre mir, ist jetzt anderes. Aber es ist halt unangenehm einfach, weil erstmal schwitzt man. Zweitens sind die ganzen Klamotten komplett nass und das ist einfach auch nicht schön für die Umwelt, Umgebung. So, und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, als Pflegefachkraft überlege ich mir jetzt, ja, jetzt habe ich ein Problem, was mache ich jetzt? Und habe dann einfach meine Binden, also nicht Einlagen, also nicht so Slip-Einlagen, sondern Binden für Periode, habe ich dann schlauerweise einfach aufgemacht und dann in den BH unter die, hier unter die Brüste geklebt. Und es hat effektiv sehr gut geholfen. Ich hatte keine Spitzflecken mehr. Aber das ist natürlich ein Problem. Das wird halt auch nicht einfacher. Und diese Einlage ist natürlich auch nicht sonderlich atmungsaktiv. Das heißt, ich bin jetzt schon von XS auf L angestiegen, angewachsen. Und es wird auch nicht besser. Und es ist echt krass. Also ich beneide wirklich keine Frau mit großen Brüsten. Das ist ja schrecklich. Wahnsinn. Ja, und dann, wenn wir schon beim Thema Brust sind, dann kann ich ja auch noch mal ganz kurz ein Thema anschneiden. Und zwar geht es darum, ich weiß nicht, inwiefern jemand mir halt von euch zuguckt, der schon Kinder hat, beziehungsweise schwanger ist, war. Aber natürlich nach dem Milcheinschuss und alles, wenn die Brust wieder kleiner wird, dann setzt die Schwerkraft ein. Und dann wird ersichtlich, wie gut oder schlecht das Bindegewebe ist und war. Natürlich kann man auch Dehnungsstreifen, Schwangerschaftsstreifen auf den Brüsten, an den Brüsten bekommen. Ja, dann sehen die Brüste einfach nicht mehr aus wie vorher. Punkt. Fertig ist so. Wie soll das auch gehen? Also natürlich, das geht alles wieder zurück und das kann man auch alles ein bisschen mit Training verbessern und bla bla bla, aber wenn ich aus dem Luftballon die Luft rauslasse, ja, dann sieht der auch nicht mehr so schön aus wie vorher. Einmal das und dann kommt noch dazu, dass natürlich die Brüste je nach Veranlagung und Bindegewebe und Milchdrüsen und sonst noch allen Inhalten, die so eine weibliche Brust halt hat, kann es natürlich passieren, dass die sich unterschiedlich entwickeln und ich weiß nicht, ob ich dauerhaft mein ganzes Leben lang mit zwei unterschiedlich großen Brüsten rumrennen möchte. Von daher beschäftige ich mich jetzt wieder intensiver mit der bereits sehr lange bestehenden Überlegung, eine Brustoperation durchführen zu lassen nach der Schwangerschaft, beziehungsweise irgendwann in der Zukunft. Ich glaube, darüber mache ich nochmal ein separates Video, weil ich glaube, in dem Vlog würde das jetzt hier irgendwas, das würde jetzt alles sprengen, wieso, weshalb, warum. Ja, also generell geht es jetzt hier nicht um irgendeine Brustvergrößerung, aber ich habe keine Lust, dass die mir bis zum Bauchnabel hängen, weil ich bin ja jetzt auch noch keine 50.
Obwohl das jetzt mit dem Alter auch nichts zu tun hat. Entweder fühlt man sich wohl oder nicht, von daher. Also es wird jetzt hier kein Raffas Plastic Life aus der Sunny Beats. Obwohl ich die großartig finde, die Dame. I love you. Ja, aber wie gesagt, also man muss sich wohl im Körper fühlen. Und wenn man das nicht tut, dann kann man was dagegen tun. Eventuell. Wenn ihr Interesse habt an diesem Thema, dass ich nochmal darüber spreche, wieso, weshalb, warum, was genau ist geplant und so weiter und so fort. Ich probiere mal hier eine Abstimmung irgendwo rein zu hämmern. Ach so, ja, jetzt weiter. Schwangerschaftsdemenz. Das war jetzt mit den Brüsten das erste. Das zweite ist, also das Problem ist, dass der Bauch extrem dick geworden ist. So, und jetzt habe ich seit zwei Tagen habe ich extrem Schmerzen hier um den Bauchnabel herum. Also nicht oben, auch nicht unten, sondern links und rechts. Das ist nicht schön. Das ist so ein... Das ist eine Kombination zwischen Brennen und Ziehen. In Kombi mit Muskelkater, sowas. Das wird natürlich auch am Bauchwachstum liegen. Darum wollte ich nämlich jetzt heute nochmal meinen Bauch messen. Wir haben ja letztens gemessen. Und jetzt wollte ich gerne nochmal messen und gucken, ob irgendwas dazu, sonderlich viel vielleicht dazugekommen ist. Und es deswegen so spannend, so schnell sich dehnen muss. Also das mit dem Bauch. Ich zeige euch auch gleich meinen Bauch noch. Das Update, 34. Woche. Und dann möchte ich gerne heute in dem Vlog mit euch über das Thema Wochenbett noch sprechen. Morgen habe ich meinen nächsten Vorsorgetermin in der 34. Schwangerschaftswoche plus das erste CTG. Und ich bin aufgeregt, weil natürlich jetzt bekannt ist, dass die Plazenta nicht hundertprozentig arbeitet. Und generell können natürlich Unterversorgungen und tralala in dem CTG erkannt werden. Darum finde ich es jetzt, wo es eine medizinische Indikation für ein CTG gibt, finde ich es sehr sinnvoll und ich finde es auch gut, dass es morgen schon stattfindet. Gucken wir, was dort passiert. Ich hoffe nicht, dass passiert, dass das CTG so schlecht ist oder generell schlecht ist, dass wir uns im nächsten Video aus einem Krankenbett wiedersehen. Das wäre natürlich sehr unvorteilhaft. Wenn es so ist, dann ist es so, aber wenn es vermeidbar ist, wäre es auch nicht schlecht. Und achso, ich wollte auch, dann werde ich die Ärztin fragen. Ich denke nicht, dass sie es... Vielleicht macht sie es aus Kulanz. Das weiß ich aber nicht. Ich möchte sie nämlich morgen gerne bitten, darum nochmal einen Ultraschall durchzuführen, um mein Kind zu messen. Und ich möchte gerne morgen, dass sie das Gewicht und die Größe nochmals ermittelt, weil ich wissen möchte, wie viel mein Sohn jetzt in den 3 Wochen zugenommen hat, vom letzten Termin. Und den Montag darauf, also nicht diesen, sondern nächsten Montag, habe ich dann den Termin wieder zur Verlaufkontrolle Entwicklungsstörung. Und auch da wird dann aufgrund des Plazenta nochmal gemessen. Und ich möchte dann, habe ich halt die Werte von der Gyn und die Werte von dem Krankenhaus, einfach zur Kontrolle, weil ich weiß nicht, die eine sagt, hat gesagt 1390 Gramm, die andere sagt 1170 Gramm. Das ist jetzt keine Welt im Unterschied, aber das macht natürlich schon was aus und ich möchte gerne diese Werte wissen. Und wenn die liebe Frau Gün morgen sagt, nee, das mache ich aber nicht, das ist keine Kassenleistung, dann werde ich drauf und werde dann die paar 40 Euro für ein extra Ultraschall zahlen, weil ich möchte es einfach wissen. Ich möchte wissen, wie viel mein Kind zugenommen hat und ich möchte das nicht erst nächsten Montag wissen, sondern ich möchte das jetzt am Montag wissen. So, jetzt habe ich schon wieder hier drauf stehen 19 Minuten 48 Sekunden Video. Das heißt, ich kann schon ein eigenes separates Video, Update-Video nur mit meinem Gesabbel jetzt hier machen.
Wie soll man denn das schaffen, bitte 15 Minuten Vlog zu schneiden? Das geht doch gar nicht. Das ist das, was ich meine. Genau hier. Ah, es tut so weh. So, und jetzt habe ich hier noch so einen Mini-Kaffee. Der total kalt ist. Ah! Es gibt ja nichts Schlimmeres als kalten Kaffee. Muss ich gleich weinen. So, okay. Jetzt stehe ich auf. Und zeige euch meinen dicken Bauch. Moment, ich muss mich erstmal auspacken. Da ist die dicke Kugel. Meine Meilensteine habe ich schon weitergestellt. Nehme ich mal mein Marsband und dann gucken wir mal, wie groß mein Bauch ist. Ein bisschen Angst. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo ich euch hinstelle. Es ist jetzt etwas schief, sorry, aber so ist es nun mal. Also, wir sind bei stolzen 106 cm. Also jede Woche 1 cm sozusagen. So, das kann ich jetzt direkt mal. Ich schreibe mir das ja immer hier drauf. Kann ich ja direkt jetzt mal machen. 106. Also ich schreibe dann immer das Datum, heute ist der 1.9. und die Schwangerschaftswoche 34. So, dann kann ich euch ganz kurz zeigen, war ich gestern noch ein paar Sachen einkaufen. Habe ich mir einmal diesen Gymnastikball hier gekauft bei Rossmann. Für meine Rückbildungsgymnastik noch diese Decke hier gekauft. Ja, die hat hier nämlich so ganz süße kleine Hirschchen. Die fand ich richtig süß. Und die ist auch etwas dicker. Die blaue war mir nämlich zu dünn. Und jetzt habe ich mich dann für die hier entschieden. Ja, und dann mache ich mir jetzt einen neuen Kaffee, weil meiner eiskalt geworden ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Thema Wochenbett. Meiner Meinung nach nämlich ein extrem wichtiges Thema, ein extrem existenzielles Thema nach Schwangerschaft, Geburt. Und das machen wir, wenn mein Kaffee fertig ist. Generell ist es so, dass ich ja noch gar nicht weiß, ob ich ein klassisches, ganz standardmäßiges Wochenbett haben werde. Natürlich habe ich mir schon jetzt auch vor der generellen Geburtsplanung, dem Geburtsplanungsgespräch mit Ärzten, meine Gedanken gemacht. Und natürlich habe ich mich auch mit diversen Menschen, die ebenfalls ein Kind mit so einer Entwicklungsstörung haben, wie mein Sohn hat, ausgetauscht. Und was ich jetzt bisher aus meiner Sicht herauskristallisieren konnte, eruiert habe, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, also die erfahrungstechnische im Austausch jetzt rauskristallisierte, höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass A, ich von meinem Plan des Rooming In mit dem Baby zusammen Abstand nehmen muss. Erstens. Also das bedeutet, dass das Baby nach der Geburt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei mir bleiben kann, die erste Zeit lang,
weil es erstmal auf der Kinderstation natürlich aufgrund der Entwicklungsstörung untersucht werden muss. Und dann aufgrund, wenn das Gewicht jetzt so wenig zierlich bleibt, geblieben ist, dann wird der Kleine definitiv entweder in den Inkubator müssen oder in ein Wärmebett. Je nachdem, wie weit seine Fähigkeiten sind, je nachdem, wie gut er beispielsweise Körpertemperatur halten kann, je nachdem, wie gut oder selbstständig oder eben unselbstständig er atmet, das weiß man natürlich alles nicht. Natürlich gibt es eine Wahrscheinlichkeit, in der Schwangerschaftswoche ist es so und so und so und so. Gibt es da Normen, aber ob die Norm jetzt für meinen Sohn in Frage kommt, wissen wir nicht. Das kann auch keiner wissen. Woher soll ich das wissen? Das weiß auch kein Arzt. Das kann man schätzen, das kann man anhand von Wahrscheinlichkeiten erörtern, berechnen. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Das war Punkt 1. Und damit dann jetzt, wie gesagt, zusammenhängt, ist, dass er natürlich, wenn er im Inkubator ist, dann kann ich den nicht mit im Zimmer behalten. Das funktioniert überhaupt nicht. So. Und zweitens fällt damit auch die Möglichkeit weg, sehr oder generell zeitnah nach der Geburt den Kleinen mit nach Hause zu kriegen. Aus den Wahrscheinlichkeiten, die ich jetzt rauskristallisiert habe, ist es in der maximalen Mehrzahl, also bei fast allen und nur sehr, sehr wenigen Ausnahmen, auch da geht es dann ab Schwangerschaftswoche 38, wo wir ja jetzt noch lange nicht sind, ist es so, dass der Großteil der Mütter, die entbunden haben, das Krankenhaus wenige bis viele Wochen vor der Entlassung des Kindes an sich schon das Krankenhaus verlassen. Das sind jetzt meine neuesten Erkenntnisse. Das bedeutet, der Kleine natürlich, wenn er mit so einem zierlichen Gewicht auf die Welt kommt, gibt es eine Untergrenze, ab wann er überhaupt nach Hause darf vom Gewicht. Ja, und natürlich kommt es auch darauf an, wie kommt er mit der Störung klar? Was für Komplikationen treten auf? Inklusive, wenn Komplikationen auftreten, welche Therapieform und welchen Therapiebedarf gibt es da? Wie intensiv und lange muss diese Therapie andauern? Und dann natürlich auch, wie kann er Nahrung zu sich nehmen? Und auch, wie nimmt er zu? Kann er zunehmen? Und all diese verschiedenen Faktoren sind jetzt natürlich nicht voraussehbar und sind somit dafür dann verantwortlich, wie letzten Endes wir das Wochenbett gestalten. Generell ist es so, dass wenn ich natürlich vor dem Kleinen zu Hause bin, dann gut, ja, toll, dann kann ich mich nochmal ausruhen, dann kann ich gucken, dass ich wieder fit werde. Natürlich werden wir dann das Kind besuchen, bla und bla, das brauche ich euch alles nicht erzählen. Das ist Logo. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass irgendwann werde ich natürlich dann den Kleinen mit nach Hause nehmen dürfen. Und egal, wann es jetzt ist, ob es jetzt direkt nach der Geburt ist, ob es 2 Wochen nach der Geburt ist, ob es auch vielleicht mehrere Wochen oder auch Monate, im Worst Case jetzt, sein wird, ist es so, beziehungsweise wird es so werden, dass sobald das Kind mit hier nach Hause kommt, werde ich 100 Millionen 1000%ig für eine Woche lang diese Haustürklingel hier abstellen,
Erstens, und ich möchte in der ersten Woche, in dem mein Kind hier zu Hause ist, keinen Besuch haben. Punkt. Ende, aus, fertig. Also generell müssen wir jetzt noch mal kurz zurückspulen. Wenn der Kleine geboren wird, ich wünsche keinen Besuch im Krankenhaus. Ich möchte das nicht, weil mein Kind kein Ausstellungsstück ist. So sehe ich das. Wir brauchen erstmal sowieso auch unsere Zeit, damit wir mit all dem, was jetzt halt ist oder sein wird, klarkommen können. Und da brauche ich keine Nachbarin und Tante Erna von 3 Straßen weiter, die mich da besuchen. Das finde ich Quatsch. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte die Zeit mit meinem Sohn erstmal alleine haben. Ich muss auch mit der Entwicklungsstörung klarkommen. Sei es jetzt optisch oder generell im Umgang, in der Pflege. Generell die Pflege muss geguckt werden, wie das klappt, und alles andere auch. Und ich möchte das einfach nicht. Ich möchte mich darauf konzentrieren können, und da brauche ich keine Nachbarn oder Freunde und Bekannte. Ich meine, das Kind wird noch früh genug, kann man sich das angucken und begrüßen und fertig. So, und wenn ich dann zu Hause bin, gilt dasselbige. Ich möchte, dass wir uns hier zu Hause erstmal zurechtfinden. Ich möchte auch, dass das Baby seine Ruhe hat. Ich möchte auch, dass wir unsere Ruhe haben, weil, wie gesagt, viele, viele kleine Schritte für uns, die normal bei einem normal geborenen Baby völlig normal sind und völlig sozusagen nebensächlich, also das passiert einfach so, die werden für uns teilweise extrem schwierig und extrem langwierig sein. Und das muss man alles üben, und da muss man sich auch sicherer werden. Bevor ich hier irgendeinen Besuch habe, möchte ich einfach mit der Versorgung und mit der Pflege meines Sohnes vertraut und sicher werden. Sicherer werden. Und ich finde es nicht verwerflich, sich dafür Zeit zu nehmen. Ich finde das vollkommen normal. Und mir ist es letzten Endes auch völlig Latte, ob das jemand gut findet oder nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Die können sich hier von mir aus vor der Tür, können die hier Schlange stehen, wie beim Arbeitsamt, und klingeln, bis der Arzt kommt. Aber nee, möchte ich einfach nicht. Punkt, Ende, aus. So, wie gesagt, also diese Woche, unabhängig jetzt von der Ankunft hier zu Hause, möchte ich mir nehmen, die möchte ich mir auch eingestehen, und die möchte ich auch dem Baby und mir und auch dem Baby und dem Papa geben, um mit der neuen Situation klarzukommen. Fertig. Also dann natürlich ist ein ganz klar weiterer Punkt, ist hier natürlich die körperliche Regeneration. Das Wochenbett gibt es nicht umsonst. Das hat eine sehr sinnvolle und wichtige Funktion. Und natürlich möchte ich auch, ich meine, ich brauche meinen Körper noch ein bisschen. Ich habe den nicht nur jetzt für die Schwangerschaft gebraucht und dann schmeiße ich den einfach weg, sondern brauche ich den natürlich noch mein restliches Leben auch, und entsprechend viel Energie und Kraft und Gesundheit und was nicht alle. Brauche ich natürlich. Und darum, mein Körper hat jetzt 9 Monate lang für mich bzw. für meinen Nachwuchs funktioniert. Nicht hundertprozentig, das macht er aber sowieso nicht. Er ist halt ein Baukasten, Fehlfunktionen technisch. Aber das, was er machen musste, das macht er auch, und das hat er auch gemacht, und das möchte ich ihm auch gerne zurückgeben. Und darum möchte ich auch im Wochenbett natürlich mir, beziehungsweise nicht mir, sondern meinem Körper was Gutes tun. Und das bedeutet, dass man Ruhe hat, das bedeutet, dass man keinen Stress hat, das bedeutet aber auch, dass man sich schont, das bedeutet auch, dass man dem Körper Sachen zuführt, die er einfach braucht, um zu regenerieren. Das bedeutet auch, dass man natürlich nach der Geburt wochenflussmäßig blutet wie ein angestochenes Schwein. So, und wenn ich blute wie ein angestochenes Schwein, dann muss ich nicht einkaufen gehen und draußen in der Weltgeschichte rumrennen, weil da habe ich eh keinen Bock drauf. Weil da habe ich Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und ich bin müde und dies und das und Ananas.
Und darauf muss man achten. Und ich finde, wenn man einfach so tut, als würde alles ganz normal weitergehen, dann ignoriert man das. Und dann ignoriert man eventuell auch bestimmte Anzeichen oder Zeichen des Körpers. Wer schon Kinder hat und wer kein Wochenbett braucht, sondern nach Hause kommt und direkt einkaufen geht und was nicht nur alle, finde ich super, könnt ihr alle gerne machen. Ich mache das aber nicht und jeder soll das machen, was er für richtig hält. Leben und leben lassen. Und darum ist das hier nur meine Meinung, das ist nur das, was ich jetzt mache, was ihr macht, das könnt ihr alle gerne machen, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Wir brauchen uns alle gegenseitig nicht ankreischen oder verurteilen für irgendwas. Weil jeder macht das, was er für sich selber oder für das Kind halt am richtigsten empfindet. Und nur weil ich das nicht richtig finde, heißt das noch lange nicht, dass das für euer Kind nicht richtig ist. So. So ist es. Ja, und ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, den ich aber jetzt nochmal explizit benennen möchte, ist natürlich, dass ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. So, also die Sache ist, dass natürlich die Entwicklungsstörung meines Sohnes nicht nur Auswirkungen hat auf gewisse Körperfunktionen bzw. generelle normwertige. Ich mag dieses Wort normal nicht und das macht mich auch da richtig, manchmal richtig traurig und richtig sauer. Ich könnte jetzt sofort anfangen zu heulen. Weil ich es nicht gut finde, immer zu sagen, das ist normal und das ist nicht normal. Also was ist auch normal? Ich meine, was ist denn heute schon normal? Ja, es ist eben so, dass die Auswirkungen nicht nur körperlich sind oder körperfunktionstechnisch oder motorisch oder whatever, sondern auch optisch einfach. Ersichtlich sind. Wahrscheinlich, voraussichtlich. Und ich, also, das ist so oder so ist es mein Sohn natürlich, aber ich glaube auch wenn wir es jetzt schon wissen natürlich länger, dass es so ist, und auch wenn ich das eine 3D-Ultraschallbild gesehen habe von ihm, kann es passieren, dass natürlich das optisch erstmal ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dass man es halt erstmal auch selber als Eltern oder als Mutter generell halt einfach in irgendeiner Form vielleicht auch akzeptieren muss, wie es ist einfach und auch in irgendeiner Form verarbeiten muss, weil das Baby sieht einfach nicht aus wie ein normales, ganz normales, aus dem Ei gepelltes Babyborn-Baby. Und ich glaube, da muss man auch erstmal vielleicht auch sich dran gewöhnen oder ich weiß nicht, dran gewöhnen oder mit klarkommen, akzeptieren. Irgendwie sind das alles nicht die richtigen Wörter. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja nicht so, dass ich das Kind jetzt abschiebe und sage, wie sieht das denn aus? Es geht gar nicht. So, darum geht's nicht. Es geht darum, dass man einfach was dieses klischeehafte
Kind im Kopf hat, wie es auszusehen hat, wie es aussehen muss, soll. Und es ist aber nicht so. Und ich glaube, das kann... Ich weiß nicht, ob das ein Problem werden kann. Das ist auch eine Frage. Das sind natürlich alles Fragen, die ich mir auch stelle. Ob es ein Problem werden kann. Ich will auch nicht jedes Mal, wenn ich mein Kind auf den Arm nehme, anfangen zu heulen, weil es so und so ist. Also vielleicht wird es aber so sein. Ich weiß es nicht. Und das ist halt schwierig. Und auch das ist ein Grund, warum ich nicht möchte, dass sofort jemand hier hinkommt und sagt, was ist denn das, was ist denn das, was ist denn das? So, und ich kenne einfach die Menschen, auch wenn die Menschen mich mögen und wenn das auch Freunde von mir sind, dann ist das Erste immer gleich, alles, was nicht normhaft ist, ist gleich so. Ich weiß es auch nicht. Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir noch 6 Wochen und ich merke mit jedem, ja fast schon jeden Tag, an manchen Tagen mehr, an manchen weniger, aber ich merke, dass es belastender wird, dass es mich mehr belastet, dass ich auch mehr Angst davor habe, dass es weit kommt, also vor dem Moment einfach. Und auch dann diese Sache, dass dann so, das stelle ich mir auch ganz schrecklich vor, für mich einfach, dass dann nach der Geburt ständig gefragt wird, und wie ist es jetzt, und wie sieht es jetzt aus, und wie ist es jetzt schlimm oder nicht, und wie schlimm ist es denn jetzt, und wie schlimm ist es denn jetzt nicht, und was ist denn jetzt, und was ist denn jetzt nicht, und was kann er denn jetzt, und was kann er denn jetzt nicht, und ist er jetzt normal oder ist er nicht normal, ist er jetzt dies oder ist er jetzt das, also, ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, und letzten Endes kann einen ja auch niemand darauf vorbereiten, weil keiner selber weiß, was überhaupt los ist. Toll. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss alles auf mich zukommen lassen. Und das ist wirklich... Es ist halt einfach, es gibt so viele Fragen, auf die man keine Antwort kriegt und die mir auch keiner beantworten kann. Oder ich habe Fragen und ich muss aber auf Kontrolltermine einfach warten, weil natürlich sitzt kein Arzt bei sich zu Hause in der Praxis und wartet, bis ich endlich anrufe und irgendeine Frage habe. Aber was ich jetzt generell schon sagen kann, ist, dass man sich extrem alleine gelassen fühlt. Man geht zu so einem Termin, dann kriegt man so eine Diagnose und ja, tschüss. So, jetzt hast du die und pff, interessiert mich alles nicht mehr. Das ist schon so. Ich hoffe ja, dass die Zeit danach jetzt dann besser ist, die Nachbetreuung. Ja, ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, Thema Wochenbett haben wir jetzt besprochen. Beende ich jetzt hier den Vlog, weil was soll ich jetzt noch erzählen? Ich mache jetzt meine Sachen, ich muss mich mal ablenken jetzt, weil sonst es bringt mir alles nichts. Ja, ich beende das jetzt hier. Ja, das Video kommt ja noch online, ansonsten gucken wir, wie es weitergeht. Ich werde morgen jetzt meinen Termin abwarten, hoffe, dass die Gyn sich dann auf den Ultraschall einlässt nochmal. Ja, eben, ich danke euch fürs Zuhören, Zugucken. Wenn ihr meine Schwangerschaft und dann demnächst die Geburt, die Entwicklungsstörung und auch die Therapie, sowohl Diagnosen und so weiter und so fort meines Sohnes mitbekommen möchtet, mitverfolgen möchtet, dann lade ich euch herzlich ein, auf dem Kanal zu bleiben und den Abo-Button zu drücken.
damit ihr keins von den Videos dann verpasst, die zukünftig kommen, solltet ihr vielleicht dann die kleine Glocke nebenan drücken und ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch mit Love, Peace and Harmony. Haut rein.